Heute ausnahmsweise mal mit Notizzettel, denn es gilt einiges nachzuholen, was, oder sagen wir, es gilt einige Ergänzungen anzuführen zu den letzten, ja, im Endeffekt zu allen 10 bisherigen Pfeifenmonologen. Und gerade weil es auch oft mit Zahlenverhältnissen zu tun hat und überhaupt solche punktuellen Dinge man doch leicht mal wieder vergisst, habe ich doch notgedrungen und schweren Herzens mal zu diesem Hilfsmittel von Stift und Papier gegriffen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Gerade im letzten Monolog war ja das Thema des Schrecken Isaaks unter anderem anzutreffen. Und was nicht erwähnt wurde, ist, dass der Zahlenwert von diesem Wort Schrecken Isaaks, Pochad Yitzchok, genau die 300 ist. Also die 208 von Yitzchok, Isaak, plus die 92 dieses Wortes Pochad, Pe, Chet, Dalet. Ergibt also die 300. Und die 300 hat einen sehr drastischen Bezug, sagen wir mal, zu Gottes Namen überhaupt oder zum Göttlichen überhaupt. Wir haben auch beim Zeichen Shin schon das ein oder andere gesagt, was dessen hervorgehobene Stellung angeht, dass gerade das Shin auf den Kopftefillin so präsent ist, in der doppelten Weise. Was, glaube ich, bisher noch nicht angesprochen wurde, ist, dass das eine von diesen Shins, also was ja anders gezeichnet wird als üblicherweise, nämlich mit 4 anstatt mit 3 Haken, die zusammenlaufen in der Wurzel, dass dieses vierarmige Schien gelegentlich auch als das eigentliche 23. Zeichen, also den Zahlenwert 500, ausdrückend aufgefasst wird, gedeutet wird. Nicht, weil man sagt, das ist tatsächlich dieses Zeichen, so sieht das aus. Denn man bleibt dabei, dieses 500, den Zahlenwert 500 repräsentierende Zeichen, dieses 23. und auch gleichzeitig 0. gewissermaßen. Dieses Zeichen ist einfach das verborgene Zeichen und wir wissen nicht, wie es aussieht oder wie es ausgesprochen wird. Aber als eben ein Symbol für dieses unsichtbare Symbol, könnten wir vielleicht sagen, hat sich eben eingebürgert, dieses veränderte Schien auf den Tefillin dafür zu halten. Überhaupt auch, dass diese Tefillin auf den Rosch, auf den Kopf gesetzt, aus dieser Resch der 200 des Kopfes die 500 machen, also den vollkommenen Wert dieses Kopfes erst herstellen, durch die Vervollständigung mit diesem Auge der Einheit, oberhalb den Augen der Zweiheit, unseren zwei Augen. Das wurde alles schon mehr oder weniger klar ausgedrückt, angesprochen. Diese 300 also könnte einem schon mal aufgefallen sein als etwas Besonderes, dass die Dreiheit, die ja darin steckt, in der Zukunftsvariante der Hunderter-Ebene mit dem geistigen Prinzip assoziiert ist, mit dem Himmlischen gegenüber der Vierheit des Irdischen, des Weiblichen, ist auch alles schon angesprochen worden. So liegt es also eigentlich auch nahe, dass ja gerade in dieser Dreiheit auf der Ebene der Sehnsucht, der Zukunft, des Erhofften und Erwarteten der kommenden Welt, der Olam Haba, dass gerade darin sich vielleicht dann auch das Geistige im Sinne Gottes wirklich, also des Himmels, der sich als das ständig am Ankommen Seiende Wahre verkörpert, repräsentiert in diesem Schien also ist. Schien ja auch mit der Feuerflamme von der Form her assoziiert, mit dem Wort Esch, wo dieser Schienlaut so dieses tragende Moment im Klang ist. Also diese ganze Dimension des Himmlischen, was sich zur Erde niedersenkt als das Ersehnte, steckt vielleicht in diesem Schien und damit eben auch in dem Zahlenwert der 300. Nun gibt es noch weitere Wörter, die auch diesen Zahlenwert 300 haben oder beziehungsweise Wörter, die in ihren anderen Werten, also nicht im äußeren Wert, auf diese 300 kommen. Und gerade, wir haben schon gesagt, die Gottesnamen spielen ja eine Rolle.
So sind vor allem die zwei, sagen wir mal, wichtigsten Gottesnamen. Also einmal der allererste Gottesname in der Bibel, das Elohim. Und auf der anderen Seite der vier Buchstaben, vier Zeichenname, das Tetragramm, dieses Yod-Heh, Vav-Heh, der Ewige, was dann im gesprochenen Text gelegentlich oder üblicherweise als Adonai, als der Herr, als mein Herr, auch meine Grundlage, meine Basis, könnte man dieses Wort Adonai übersetzen. Und wenn man es dann zwar gleich schreiben, aber Adonai aussprechen würde, soweit ich weiß. Jedenfalls dieses Adonai und Elohim, dieser Gegensatz dieser zwei Gottesnamen, die aber dann eben im Bekenntnis Adonai, Hu HaElohim, gerade identifiziert werden als das eine ist der andere, ist auch das andere. Das gibt es nicht zwei verschiedene Götter, Gottheiten, sondern das eine ist das andere. Es ist identisch. Diese Zweiheit, die eine Einheit darstellt. Also in den äußeren Werten hat Adonai im Sinne von Hashem, also im Sinne von dem Namen mit den vier Zeichen, Yod-Heh-Vav-Heh, bekanntlich den Zahlenwert 26, und Elohim hat den Zahlenwert 86. Und entsprechend müssen wir in die tieferen Ebenen dieser beiden Worte reingehen, um die Gemeinsamkeiten zu finden. Und da zeigt sich schon eben, dass gerade diese 300 ist, die diese Identität dann auch, ja, was heißt schon beweist, dieses Wort hat eigentlich nichts verloren in der Überlieferung. Das sind alles mythische Bilder und eher wie ein Kunstwerk, anstatt wie eine Wissenschaft zu verstehen. Ein Kunstwerk kann man auch nicht beweisen in dem Sinne, sondern man kann es nur erleben. Und so ist es eben auch mit diesen, ja, Zahlen und Wortspielereien der Überlieferung. Da hätten wir also Yod He Vav He, die 10, 5, 6, 5, die im Atbash-Wert, also in der anderen Seite der einzelnen Zeichen, genau die 300 ergibt. Da ist dann die 10, die 40 und so weiter. Kann jeder selber nachrechnen. Dagegen Elohim muss man den vollen Wert nehmen, um auf die 300 zu kommen. Und da gibt es dann die Besonderheit, dass manche Zeichen mehrere Möglichkeiten in sich tragen, einen vollen Wert anzugeben. Bei Elohim ist gerade das He das Interessante. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Man kann das He mit He Aleph schreiben, man kann das He mit He He schreiben. Aber in diesem Fall wird es eben mit He Jod geschrieben. Und das J wird mit einer Waff noch dazwischen geschrieben, auch das wird gelegentlich weggelassen beim vollen Wert dieser J. Da kommt eben als Ganzes die 300 raus. Also der volle Wert von Elohim und der Atbash-Wert von Hashem, von dem vier Zeichennamen J-He-Vav-He, ist beides die 300. Dieser Shin, dieser Feuerflamme, die sich vom Himmel senkt. Zwei weitere Begrifflichkeiten aus dem biblischen Hebräisch, die auch diese 300 verkörpern im äußeren Wert, sind einmal der Ruach Elohim, also der Geist Gottes, wie er schon in der Schöpfungsgeschichte ziemlich am Anfang, quasi auf der ersten Bibelseite auftaucht, und der Ruach Nichoach, der Geruch des Wohlgefallens oder der wohlige Geruch, der dann immer bei den Opfergaben aufsteigt, als diese Essenz, die sich eben dem Göttlichen zur Freude darreicht, sozusagen. So viel also erstmal zu 300, aber ich sehe gerade noch eine Randnotiz. Zu 24 wurde manches gesagt, aber eher wenig zur Vollheit des Tages, die zwei Seiten der Zwölfheit und solche Geschichten. Die 24, wenn sie entfaltet wird, also plus 24, plus 23, plus 22 und so weiter bis plus 1, ergibt es auch die 300. Aber wie gesagt, das nur als Randnotiz. Bisschen kürzer abhaken können wir vielleicht die 58, also die Zahl der Gnade, auch von Noach, dem Trost oder der Ruhe, Trost dann schon Nacham. Diese 58 ist vor allem auch dadurch interessant, dass sie sozusagen die andere Seite des Gerichtes und des Richtens ist. Also im Wort Schofet oder Schafat, das Richten und auch das Gericht eben,
Wenn wir den Atabaschwert dieses Wortes nehmen, also die Shin, die P und die Tet, dann haben wir auch die 58, sodass ich also diese Gnade als die andere Seite des Gerichtes zeigt. Also das ist ja ein großes Thema. Gerechtigkeit, zu der eben das Gericht und der Richter berufen ist, mit der Gnade der Unverdienten, das ist ja quasi per Definition in dem Wort Gnade enthalten, also der unverdienten Gnade, wie sich diese beiden Gerechtigkeit und Gnade, wie da die Einheit bestehen kann. Ein gnädiger Richter kann ja nicht einfach Schuldige straflos davonkommen lassen. Zumindest auf den ersten Blick wäre das dann wiederum eine Ungerechtigkeit, beispielsweise den Leidtragenden, den Opfern der Verbrechen gegenüber. Das Geheimnis drückt sich eben aus in dieser Doppelseitigkeit aller Dinge, die sich eben in diesem Atabaschwert der hebräischen Sprache, der hebräischen Zahlenmystik, sagen wir mal, ausdrückt. Wie das dann in der einzelnen Situation sich gestaltet äußerlich, das kann niemand irgendwie mit einer Pauschalerklärung erhellen, sondern das muss sich jedem selber zeigen, wenn er in der Situation ist. Aber vielleicht nur als kleine Idee: Der Richter kann die Gnade nicht dann walten lassen, wenn er als außenstehende, objektive Betrachtungsinstanz zwei Menschen, also zwischen zwei Menschen einen Streit richten muss. Aber er kann durchaus diese Gnade walten lassen, wenn er selbst das Opfer einer Untat, einer Bosheit geworden ist. Dann hat er das Recht sozusagen freiwillig, niemand kann ihn dazu zwingen, es ist keine Pflicht, sondern eben ein Recht, auch Gnade walten zu lassen, zu vergeben, sogar ohne dass er darum gebeten wird, einfach eben aus Gnade. Nun, ein weiterer Begriff, ein weiteres Wort ist Nogar, das ist der Name des sechsten Planeten, also auch des Planeten des sechsten Tages, entsprechend mit diesem sechsten Tag der Schöpfung assoziiert. Das ist eben die Venus in der westlichen Ausdrucksweise. Das ist auch der Morgenstern und damit wiederum mit einem anderen hebräischen Begriff assoziiert, mit der Ayeleta Shachar, also mit der Hindin der Morgenröte. Es gibt einige Psalmen, die mit einem Hinweis auf besagte Hindin der Morgenröte anfangen. Das wird dann natürlich auch gedeutet als eine bestimmte Art der Melodie oder eine bestimmte Art, das Instrument zu spielen. Aber die Überlieferung sieht da dann noch einen Hinweis auf die Rolle des Messias und eben des Sohnes Davids, der dieser Messias ist. Und auch den Bezug von David zum Hirsch. Und die Hindin ist ja der weibliche Hirsch, also die erscheinende Seite dieses Hirsches. Und da wird also dieser Bezug gesehen, dass der Morgenstern die Erlösung, den Anbruch des Tages nach der Dunkelheit der Nacht ankündigt und schon vorher da ist. Genau im dunkelsten Moment der Nacht taucht dieser Morgenstern auf. Deswegen dieses Morgengrauen auf Hebräisch, Schachar, heißt eigentlich einfach schwarz. Also das Wort schwarz ist dieselben Buchstaben, dieselben Zeichen. Also in der Schwärze erscheint diese Hindin des Morgengrauens, die Hindin der Schwärze, könnte man auch sagen. Dieser weibliche Hirsch, dieses geschwinde Tier, das eben so schnell schon da ist, sich so eilt, wie die Erlösung sich eilt, dass sie schon da ist, bevor sie überhaupt ersehnt wird. Da also auch dieser Bezug zur Nogar, zum wörtlich könnte man Nogar übersetzen als strahlend, aber auch erscheinend einfach. Und am sechsten Tag erscheint ja auch der Mensch. Diese ganze Basis für alles Weitere, diese ganze Grundkonstitution mit dem Fall, mit dem Fall in die Zeitlichkeit und Entfaltung des langen Weges als dem siebten Tag und dem darauf folgenden, was wir auch schon angesprochen haben. Also diese Noga, die Venus, auch die 58. Denn schon im Fall des Menschen ist auf dieser Ebene eben auch die Gnade.
Noch auch eine Randnotiz, auch die Herrlichkeit des Ewigen, die Kavod Adonai, also Kavod Hashem, die Ehre, das Gewicht, die Schwere, die Pracht, die Herrlichkeit des Tetragrammatons, also des Ewigen, des Herrn, hat auch den Wert 58. Diese Herrlichkeit des Herrn ist ja dann üblicherweise gerade auch das Erscheinende des Herrn, also die Einwohnung, die Schchina, die weibliche Seite Gottes, die ihm hier mit in die Welt hineingeht. Zum Trotz aller Bedenken sozusagen auch, die sich im symbolischen oder im mythischen Bild gesprochen in Gottes innerem Regen, diese Bedenken bei der Schaffung der Welt und vor allem des Menschen als seines eigenen Sohnes, den er in diese Welt schickt. Da wird dann gesagt, dass diese Schchina sich löst von Gott, die weibliche Seite löst sich von der männlich-weiblichen Ganzheit Gottes, um eben mit in diese Schöpfung hinabzusteigen, diesen Sohn Gottes, den Menschen eben, den Urmenschen, zu begleiten, hinab bis ins Tiefste zu steigen, um dann auch dafür zu sorgen, dass er wieder zurückkehren wird. In diesem Sinne also auch da wieder die 58 der Gnade, verknüpft mit diesem Hier-Erscheinen in der Welt, sowohl des Menschen am sechsten Tag, dem Tag der Venus, der Nogar, und eben auch der Schchina, dieser Kavod Adonai, der Herrlichkeit Gottes als der Einwohnung des Göttlichen hier in der Welt, hier unten in der Materie. Und als die weibliche Seite Gottes, auch die Mutter der Schöpfung damit sozusagen, hat auch das Wort Rachem, der Barmherzigkeit, und der Rechem, der Gebärmutter des Weiblichen, der weiblichen Wesen, damit zu tun. Dazu wurde auch schon das ein oder andere gesagt. Und wo gerade hier ein Übergang möglich ist zum Wort Rechem, was ja auch den Zahlen mit 248 hat, könnten wir noch manches hinzufügen. Da kam ja im Laufe der Monologe schon zwei, dreimal etwas zu. Erst war nur von Abraham die Rede und dem Esel, dem Chamor und dem Ton des Töpfers, dem Chomer. Und der 248 ist der Zahl der Knochen des Skelettes, also des inneren Gerüstes der Körperlichkeit. Und auch der positiven Empfehlungen in der Tora mit ihren 613 Empfehlungen und Verboten, oder Geboten und Verboten. In der Tora also 613. Und das Wort, der Begriff in der Tora, Batora, ist auch vom Zahlenwert genau 613. Also wie, sagen wir mal wörtlich, man diese Zahl als Quantität verstehen will, sei jedem selbst überlassen. Natürlich, es gibt diese Auflistungen im jüdischen Brauchtum. Man kann durchaus 613 auf den Punkt genau zählen. Allerdings gibt es da auch sich widersprechende Listen dieser 613. Und man könnte das Ganze auch eben erst einmal einfach hinnehmen als keine quantitative Angabe, sondern eine qualitative. In der Tora, Batora 613, ganz klar. Und das eben aufgespalten in die 248, die mit dieser ganzen körperlichen Esels-Abraham-Seite zu tun hat. Und die 365, zu der wir bisher viel weniger gesagt haben und viel wird auch nicht mehr dazukommen jetzt, da ist mir nur das ein oder andere noch eingefallen. Ja, sowas ist eingefallen, natürlich habe ich nachgeschlagen in einem Zahlenlexikon, um überhaupt etwas zu finden, was wirklich von diesem Wort 365, von diesem Wert 365 exakt kündet. Und das Einzige, was mir da jetzt ein bisschen passend erscheint, ist Bisroanetria. Das ist eine Formulierung, die oft beim Auszug aus Ägypten genommen wird, als mit dem starken Arm. Also Zroan ist der Arm und Netia ist dann halt also eine bestimmte Form dieses kräftigen. Das Wort für den Arm, Zeroa, ist von dem Wort für Samen abgeleitet. Also vielleicht mal in dem Zusammenhang zu verstehen, dass unser Arm, mit dem wir handeln, das Fruchtbare sein soll und ist. Daraus eben der Samen gesät wird, den wir in dieser Welt hinterlassen, aus dem dann Neues erwächst.
dieses Biseroan et Thuyas, also das einzige mit dem Wert 365, was in diesem Lexikon mir aufgefallen ist, von Axel Nitschke, sein Andenken zum Segen. Wunderbare Arbeit, dieses Zahlenlexikon. Frei verfügbar auf seiner Website. Man findet es beim Googlen sicher leicht. Eine andere 365 ist mir dann doch noch zugeflogen, als ich einfach mal die drei Bestandteile auseinandergenommen habe, also 360 und 5. Da haben wir dann die Shin, die Samech und die He. Und da ist es einem schnell auf, da fällt es einem schnell auf, dass man die Worte oder das Wort Hashas daraus bilden kann. Und das ist sozusagen die umgangssprachliche Abkürzung im jüdischen Brauchtum für den Talmud. Denn der Talmud besteht aus sechs sogenannten Ordnungen, die wiederum aus meist so um die 10, 12 Traktaten bestehen. Und diese sechs Ordnungen heißen dann auf Hebräisch, ich glaube, Shisha Sederim. Also Seder ist die Ordnung, Shish die sechs und Shisha Sederim. Und es wird einfach abgekürzt als Shas, also das Shin und das Samech. Einfach zusammen, wie als ob es ein Wort wäre gesprochen. Und Hashas, also noch der bestimmte Artikel davor. Und Hashas, der Talmud, ist also sozusagen der Hauptkörperkorpus der mündlichen Seite der Tora. Also die schriftliche Tora, speziell eben die fünf Bücher Mose, aber insgesamt die ganze schriftliche Bibel. Und demgegenüber eben die mündliche Tora, und das ist eben insbesondere dieser Talmud, Hashas. Und da haben wir halt auch wieder die 365. Also das Knochengerüst, das Innerliche, ist das Feststehende, dass die Heilige Schrift wirklich im schriftlichen Sinne, die Bibel, und dem gegenüber oder drumherum könnte man sagen, das, was erst ermöglicht, dass dieses Knochengerüst auch hier in der Welt Leben sein kann und sich bewegen kann, ist dann alles Fleisch, alle Muskelstränge drumherum, die dann eben mit dieser Zahl 365 angegeben werden. Und das ist dann eben die mündliche Tora, die mündliche Überlieferung, repräsentiert in diesem Talmud mit seinen sechs Ordnungen. Hashas. Und so haben wir jetzt auch schon die 365 kurz abgehakt, aber zurück zu 248. Denn was mir noch bisher nicht auch eingefallen war, ist, dass neben Abraham, neben Hamor, Chomer, Rachem, Rechem, auch das Wort Cherem, genau dieselben Buchstaben, genau dieselben Zeichen, nur in einer anderen Reihenfolge hat. Und Cherem ist zunächst einmal einfach das Bannen, also der Bann. Aber vor allem dadurch ist es interessant in diesem Zusammenhang, weil der Baumeister, ich glaube, es wurde auch schon in einem Kontext irgendwann mal angesprochen, der phönizische, tyrische Baumeister für den Tempel Salomos wird eben Hiram an vielen Stellen genannt und oder Huram, aber auf jeden Fall von der Wurzel Cherem abgeleitet. Also auch da zeigt sich wieder, dass er ja gerade der ist, der für die körperliche Seite dieses Hauses Gottes zuständig ist, die Materialien zusammenstellt und entwirft, wie es dann sich hier in der Form zeigen soll. Natürlich, die geistige Seite ist dann das, was der Ewige selbst reinbringt, seine Einwohnung wiederum. Aber der Leib, so wie die Phönizier uns die Zeichenschrift gebracht haben, so bringt uns dieser Phönizier eben auch das Gebäude, das Steingebäude, wiederum bitte im mythischen Bild zu verstehen, dass dann das Haus Gottes, das Haus der Heiligen, das Haus der Heiligkeit sein wird, das Beit HaMikdash. Und wie ist das Göttliche überhaupt ganz allgemein präsent hier innerhalb der Schöpfung, unter uns Menschen auch, als der Mensch, als die Menschheit, wenn sie dem gerecht wird, zu was sie berufen ist? Ist also hier unten das Göttliche zu repräsentieren, wie eben der Schattenwurf Gottes in die Zeitlichkeit hinein, so wie auch Christus eben, wurde auch schon mal erwähnt, sich als der Sohn kann nichts tun, als das, was er den Vater tun sieht. Also wie die Abschattung, wie der Schatten, nur dass die Bewegungen zeigen kann, die das dreidimensionale Urbild der Körper auch tut, welcher eben den Schatten wirft. Und so ist eben
der Vater, dieser Körper, der Vater im Himmel und der Sohn hier mitgehend in die Zeitlichkeit hinein, ist das Schattenbild, die Abschattung des Göttlichen. Und der Urmensch eben als genau das geschaffen, Bezalem Elohim, in der Abschattung Gottes, in der Abschattung Elohims, also dieser Mannigfaltigkeit des Göttlichen in der Welt. Und dieses Bezalem Elohim ist eben ein weiteres Mal dieser Zahl mit 248. Ein Punkt, der mir auch beim Resümieren des bisher Monologisierten aufgefallen ist, dass gerade in der Jona-Thematik, obwohl ja der Bezug zur Reise durch die Unterwelt im neunten Tag und dann der Rückkehr daraus und der Neugeburt sozusagen herausgestellt wird, kein einziges Mal der Bezug zum Fisch, zu dem Fischbauch gemacht wird, in dem Jona sich eben wiederfindet, nachdem er auf seiner Flucht nach Tarschisch vom Schiff über Bord gegangen ist und im Meer eben von diesem Fisch verschluckt wird. Dabei wird gerade eben genau dieser Aufenthalt im Fischbauch ganz eindeutig mit diesem Aufenthalt in der Sheol, in der Unterwelt, im Totenreich assoziiert in der Überlieferung. Zu Jona überhaupt, auch der Bezug der Neuheit zur Wahrheit wurde ja immer wieder angeführt, aber dann nicht einmal erwähnt, dass der Name Jonas angegeben wird als Jona, Sohn des Amittai. Also Ben Amittai, und Amittai ist mal wieder so eine tolle Übersetzung, wo der Name einfach nur, ohne auf die Bedeutung zu gucken, quasi in Umschrift ins Deutsche gebracht wird. Aber Amittai ist eben Emmet, die Wahrheit, mit noch einem J hinten dran. Also Amittai, MRT sozusagen, meine Wahrheit einfach. Er ist der Sohn von meiner Wahrheit, dieser Jona. Dann noch einige sehr, ich könnte sagen, spitzfindige Details, die jetzt nicht direkt mit Jona zu tun haben, aber zum Begriff der Wahrheit mir interessant, als, was heißt interessant, ist kein schönes Wort, als sehr faszinierend und sehr sprechend aufgefallen sind, dass nämlich ein Wort für Lüge bzw. Täuschung, Sheker, was zum Beispiel in den 10 Worten beim Du sollst kein falsch Zeugnis geben im Original auftaucht. Du sollst kein Zeuge der Sheker sein. Also kein Eid Sheker. Das Wort Sheker hat im Atbash-Wert, genau in diesen Zahlenwert 9, also wiederum dieses Totenreich, aber auch die Gebärmutter und mit der Wahrheit zumindest assoziiert als diese 1,40, 400, also die Grundstruktur der Wahrheit. Genau gleich, mit den gleichen Zeichen geschrieben, ist zudem noch ein anderes Wort, nämlich der Knoten, Kashar, also Kuf, Shin, Resh. Und entsprechend hat auch dieser Knoten als Atbash-Wert die 9. Und der Knoten taucht in so Geschichten wie dem gordischen Knoten auf, eine Geschichte, die auch in der jüdischen Überlieferung erwähnt wird. Also Alexander der Große einen Knoten durchschlägt, der als unentwirrbar gilt und damit vermeintlich das Rätsel gelöst hat. Aber so wird dann gesagt, das repräsentiert sozusagen den aristotelischen Riss durch das menschliche Weltauffassen, weil Aristoteles so diese Logik der Dualität so groß gemacht hat. Aristoteles gilt ja auch als der Lehrer oder der Erzieher von Alexander dem Großen. Und das, was eben als dieser Knoten da ist, kann eben nicht wirklich in dieser Welt aufgelöst werden. Man sieht nicht, wie genau diese Windungen verlaufen. Man sieht nur, da geht der eine Faden rein in den Knoten und da kommt der andere, die andere Seite wieder raus. Aber was genau diese Verbindung dieser Knoten selbst eben ist, das wissen wir nicht. Deswegen auch der Knoten bei den Tefillin am Hinterkopf und der Knoten am Arm, bei den Arm-Tefillin. Und das ganze Winden ist ja auch eine Art von Knoten. Also das Binden ist eigentlich kein Binden im wirklichen Wort. Im Schma Yisrael wird es ja gesagt. Kshartem otam le'ota yadachem. Also knotet es euch als Zeichen auf eure Hände.
verknotet sie die Weisungen, die Empfehlungen des Ewigen euch als ein Zeichen auf eure Hand. Und dieses Knoten ist da also genannt Kasher, Kashartem. Und nicht etwa irgendwie ein anderes Wort, was binden oder wickeln bedeutet, sondern wirklich Knoten. Also dieser Knoten, der ist in der Überlieferung durchaus bekannt als das, was eben den Himmel und die Erde verbindet, was aber eben zeigt, dass die Differenz zwischen Himmel und Erde eben einer solchen Natur ist, also solcher Art ist, dass wir nicht genau wissen, wie diese Verbindung zustande kommt. Und was dann ja auch angegeben wird mit den 500 Ellen, die der Himmel von der Erde entfernt ist, in dieser Welt der 400 einfach nicht zu erreichen. Und genauso hier dieser Knoten am Hinterkopf bei den Tefillin und am Arm gegenüber dem Herzen. Wir wissen nicht, wie das, was vom Kopf, vom Geistigen in uns die Impulse veranlasst, in unser Handeln dann hineinspielt. Wir können es versuchen zu erklären im Nachhinein, aber eben nur im Nachhinein. In dem Moment wissen wir nie, wie dann wirklich die Gründe für unser Handeln sich gestalten. Wir handeln einfach. Das hier ist die Welt des Handelns. Und gerade, dass wir erst im Nachhinein sozusagen versuchen können zu rekonstruieren, was da wirklich passiert ist, zum Beispiel auch, wo der Himmel eingegriffen hat, in dem Sinne, wo wir also Gott schauen können in unserem eigenen Leben und unserem eigenen Schicksal, das geht nur von hinten, im Rückblick. Und so wird dann auch gesagt, bei der Stelle, wo Moshe den Ewigen darum bittet, doch ihn einmal sehen zu dürfen, bevor er seine Mission, die Kinder Israels aus Ägypten herauszuführen, antreten kann. Und da sagt Gott ihm, kein Mensch kann mich von Angesicht zu Angesicht schauen, ohne am Leben zu bleiben. Aber du sollst mich von hinten sehen. Und dann verbirgt er ihn, also dann birgt sich Moshe in so einen Felsen, so in dem Zur. Und und der ewige Adonai zieht vorbei und spricht diese Wörter. Ewiger, ewiger Gotteskraft, Gott, der barmherzig und gnädig ist, geduldigen Gemüts. Da offenbart also Gott sozusagen seine 13 Attribute der Gnade, könnte man sagen. Da sagt man dann eben auch, da konnte Moshe dann nur, als er schon vorbei ist, hinblicken und ihn also von hinten sehen, wie er dann wieder weiter sich entfernt. Und was er dort sieht, ist eben auch der Hinterkopf Gottes, wie dann gesagt wird, mit diesem Knoten, dem Knoten der Kopftefillin. Denn nur so können wir das Göttliche hier in der Welt wahrnehmen. Durch diesen Knoten, den wir nicht entwirren können. Und wenn wir uns wie Alexander der Große einbilden, anmaßen, ihn einfach durchschlagen zu können, dann haben wir nur die Verbindung von Himmel und Erde gekappt. Aber wir haben nicht den Knoten gelöst im Sinne von begriffen und verstanden, wie diese Verbindung zustande kommt. Aber nicht falsch verstehen, Alexander der Große gilt durchaus als ein guter Fremdling sozusagen im jüdischen Brauchtum. Kinder werden auch bei Juden durchaus als Alexander, also nicht getauft, aber benannt, man gibt ihnen den Namen Alexander in Ehre, in Ehrung dieses Alexander des Großen oder Alexander des Makedoniens, wie er dann auf Jüdisch im Jüdischen genannt wird. Dann noch ein anderes Wort, das auch Lüge bedeutet, und zwar Kasub oder so ähnlich, also Kaf sein Bett geschrieben. Das hat im Atembaschwert nicht die 9, sondern die 400. Also da haben wir wieder das Ende der Welt nur und die Vollendung dieser Welt, womit eben auch das Wort Emet, Wahrheit, endet, worauf diese Wahrheit, die zwar ausgeht von der Aleph, von der Einheit, aber dann eben hingeht zu Taf, zu Tau, zu 400, zum Kreuz, zum Ende dieser Welt sozusagen. Gut, hier eine Notiz, die ist nicht so besonders gehaltvoll zu sein scheint. Zu 359 hatten wir im Zusammenhang mit dem Kampf am Jabbok von Jakob gesagt, dass eben diese Zahl dem Namen Jakob hinzugefügt wird, um daraus Israel zu machen, und das ist eben die Zahl des Satan,
des Widersachers ist. Erwähnenswert und glaube ich noch nicht erwähnt ist aber vielleicht noch, dass die 358, also nur eine weniger im Wert, die Zahl des Moschiach ist, des Messias also. Und auch der Simcha, also der Freude, die immer einhergeht mit dem Erleben des Messias. Diese 359 aber, also das, was auch, vielleicht könnte man sagen, noch ein Punkt vor der Vollendung des Kreises ist, also die 360, wie zum Beispiel bei Ezerke Negdo, bei der Hilfe ihm gegenüber, also dem, als was die Frau dem Mann gegenüber gestellt wird, als seine andere, ihn vervollständigende Seite sozusagen. Diese 360 ist also die Vollendung des hier in der Welt verkörperten, die Einheit in der Zweiheit, könnte man vielleicht sagen, die dann diese Rundheit ergibt, im guten Sinne, nicht wie im Sinne des goldenen Kalbes, was ja auch der Igul, der Kreis ist, aber im Sinne eines künstlich erzeugten eben eines gegossenen Bildes. Also bei der 359 des Satan fehlt genau dieser letzte kleine Punkt, um den Kreis voll zu machen. Was noch hier vermerkt ist, dass auch das Wort Shittim diesen Wert 359 hat und Shittim mit Tet geschrieben, also Shin, Tet, J, Mem geschrieben, ist die Pluralform von der Akazie, also von dem Baum oder Holz, Akazie. Und Akazienholz ist wohlgemerkt das einzige Holz, was in der Stiftshütte verwendet wird. Also hat durchaus einen sehr engen Bezug zum Heiligen in den Bildern der Bibel, im Mythos der Bibel. Aber Shittim ist auch der Name der letzten Station der 42 Stationen der Wüstenwanderung, also bevor diese Wüste dann verlassen wird und das heilige Land, das gelobte Land, in dem Sinne also der achte Tag unter Joshua betreten werden kann. Also genau an dieser letzten Station, kurz vorm Erreichen des Durchbruchs in den achten Tag hinein, bei dieser 42 auch, wartet eben genau bei diesem letzten Schritt, bevor man den Übergang schafft, wartet also auch wieder die 359. Man könnte sagen, da wartet also auch der Hinderer noch einmal, der Satan. Und vielleicht können wir hier gerade den Übergang zu Joshua noch schaffen. Joshua, wurde auch schon vieles zugesagt, dass er ja gerade diesen Durchbruch durch die Welt der Siebenheit in den achten Tag hinein schafft, eben den Einzug ins gelobte Land, den Durchbruch von der Wüste durch den Jordanfluss, durch den Jarden, den Fluss, der mit seinem Namen das Hinabsteigen andeutet. Man sagt ja auch über den Jordan gehen, im Sinne von diese Welt verlassen. Und diese Welt des siebten Tages ist es eben, die dort verlassen wird, um dann eben das gelobte Land, diesen achten Tag zu erreichen. Und wir haben schon gesagt, dass eben die 50 gerade dafür steht, dass die 7 mal 7, die Erfüllung der Siebenheit, durchstoßen, durchbrochen wird, um diese Achtheit zu erreichen. Und der Name von Joshua, der wurde bisher noch gar nicht angesprochen, ist halt auch sehr deutlich, was das angeht. Joshua, Sohn des Nun, Ben Nun. Dieses Wort Nun ist also genau der Name dieses 14. Zeichens, was eben den Zahlenwert 50 trägt. Noch so ein paar Sachen. Ein Unterschied von der 45 zu 50 habe ich hier aufgeschrieben. Auch nur zwei Stichworte. Die 45 ist die Zahl von Adam unter anderem. Aleph, Dalet, Mem. Die 50 eben mit diesen ganzen Assoziationen zum achten Tag. Durchbruch durch die Siebenheit. Die 45 ist also sozusagen noch genau auf der Hälfte von der Vierheit zur Fünfheit. Der Ebene der Zehner, dieser Ebene der Gegenwart. Und es gibt nun zwei Fragewörter, die genau diese beiden Werte, 45 und 50, auch haben. Und zwar ist das bei der 45 das Ma, Mem, He geschrieben, das Was. Also wenn man den Blick gen Himmel richtet und fragt, was, dann ist man noch menschlich, dann ist man Adam, bei dieser 45 noch. Genau am Mittelpunkt zwischen der Wendung zur Vierheit der Welt oder der Wendung zur Fünfheit des Fruchtprinzips, der Geburt etwas von etwas Neuem. Und
Dieses Was also bringt uns noch nicht in diese 50 hinein, denn das Was ist unpersönlich, wenn man den Himmel nur als eine Art, ja, Naturgesetzlichkeit, sowas wie Gott als das höchste Naturgesetz versteht, sich aber weigert, eine persönliche Beziehung anzustreben, zu ersehnen, zu diesem Göttlichen, zum Ewigen, dann bleibt man eben bei Adam stehen, bei der 45 von Adam. Dagegen, wenn man Mi fragt, wer Mem Jod geschrieben, dann hat man eben wieder die 50 und zwar sogar noch in ihrer Struktur der 40 und der 10, also der 4-1, der 1-4, dieses 1-4-Prinzip ist ja schon einmal angeklungen. Sehr wichtiges Grundprinzip in der ganzen Bibel und jüdischen Überlieferung, hebräischen Sprache und eben auch im Neuen Testament überall anzutreffen. Also die vier Evangelien und dann die 1 demgegenüber ist die Apostelgeschichte, die Taten der Apostel, also die Praxis zur Theorie der Evangelien, könnte man sagen, in Bezug auf die Nachfolge zumindest, die Nachfolge des neuen Weges des Christus. Also da auch wieder diese Mi 40, 10, 4, 1, der Durchbruch durch die Siebenheit ist die Frage nach dem Wer, die innige persönliche Beziehung zum Göttlichen. Ob das dann damit einhergehen muss, dass man sich Gott als einen weißbärtigen Mann auf der Wolke sitzend vorstellt, möge jeder wieder für sich selbst entscheiden. Aber komplett sich solchen Bildern, solchen Vehikeln zu verweigern, um sich dem Ewigen als das Menschliche, was wir nun mal sind, zu nähern, das ist dann eben das Stehenbleiben bei dem Ma, bei dem Was, bei der 45. Nachdem wir schon Jona mal angesprochen hatten und dort ja auch viel die Rede von dem Ich, dem Ani und dem Anochi war, beim Ani haben wir den Zahlenwert 61 angesprochen. Und das Wort des Nichts, den Begriff des Nichts, was mit denselben Zeichen wie Ani geschrieben wird, Ain, nur in anderer Reihenfolge, was also auch diesen Zahlenwert der 61 hat, sodass man so also sagen kann, dass die 61 eben als Prinzip diesen Zusammenhang ausdrückt zwischen dem Ani und dem Nichts. Dem Nichts auch eben als der Quelle zu allem. Und da habe ich auch wiederum beim Studieren des Zahlenlexikons von Alfred Liebezahl, Axel Nitschke, noch den ein oder anderen sehr schönen Zusammenhang entdecken dürfen. Zunächst einmal, was mir auch hätte selber schon ruhig auffallen dürfen, was ich übersehen habe, dass auch das Wort für Götze oder eins von vielen Wörtern für Götze, Elil, mit diesen Wurzelzeichen, also mit den Wurzelzeichen Aleph, Lamed, Lamed, also auch mit dem Zahlenwert 61 geschrieben wird. Und gerade das Verb, was dann dazu gehört, Elel oder Alal, ist sowas wie vergötzen, etwas vergöttern, was nicht des Göttlichen, also nicht der Gottesverehrung würdig ist, etwas vergötzen, also wirklich. Das ist also auch die 61 und ich denke, unnötig jetzt den Bezug ausführlich darzulegen, wie man eben auch das eigene Ego zu so einem Götzen machen kann. Und gerade dieses Alil als Wort für den Götzen betont vor allem dieses Nichtige. Also da steckt eben auch das All, das Aleph Lamed im Sinne von nicht drin. Denn nicht nur Lo, Lamed Aleph geschrieben, bedeutet nicht oder kein oder nichts, sondern auch umgekehrt All in manchen Zusammenhängen. Also Al-Yanim Shamrecho in einem Psalm 121 zum Beispiel. Al-Yanim Shamrecho, es schläft nicht dein Beschützer, dein Schomer. Er schläft nicht, also all. Und eben von diesem All könnte man abgeleitet verstehen, dieses Alil, diesen Götzen, diesen Nichtigen, diese Nichtzeit. Was aber auch interessant ist, wir haben ja auch gesagt, dass eben dieses Ani gewissermaßen überhaupt die Grundlage des Weltwahrnehmens ist, wie es eben dem Menschen hier auferlegt oder gegeben ist. Und ein Wort für Grundlage, das hatten wir eben schon angesprochen beim Namen für Gott, Adonai, als mein Herr, dass man es auch als Edeni übersetzen könnte oder aussprechen könnte, wenn es genauso geschrieben wird. Und Eden ist eben das Fundament, die Basis. Also in der Beschreibung der Stiftshütte wird immer dieses Wort für die Sockel von verschiedenen Zaunpfeilern, also ja, Zaunpfeilern
Pfeilern und Ähnlichem benutzt, dieses Eden. So ist also Edeni mein Sockel, mein Standfundament, mein Standbein, das, worauf ich fest gründe. Das ist eben mein Herr, Adonai, meine Basis, mein Fundament. Und das Wort, was die Wurzel davon ist, also ohne die J als Endung für die erste Person Singular, ist dann einfach Adon. Und Adon wird dann üblicherweise noch mit einem Waff geschrieben, damit es auch ganz klar als eben der Herr, als diese Grundlage verstanden wird. Und Adon mit diesem Waff geschrieben, ist dann eben auch wieder der Zahlenwert 61. So ist also auch da die Rolle des Ichs als des Ani, als der Grundlage der gesamten Wirklichkeitsauffassung, dieser Bezugspunkt eben noch einmal hervorgehoben wird, unterstrichen wird. Was aber dann noch die Krönung dieser kleinen Anekdoten zu 61 ist, ist, dass eben die 61 auch der Atbash-Wert, also die andere Seite des Wortes Satan, also des Satan, des Widersachers ist. Wo sich eben zeigt, ja, manchmal tritt der Satan uns mit seiner Vorderseite sozusagen entgegen, als die äußeren Hindernisse unseres Lebens, die Anklagen, auch natürlich die Verführungen und alles, was so mit ihm einhergeht. Aber seine andere Seite, die ist uns noch viel näher, die verborgene Seite sozusagen, die ist eben auch diese 61 und damit sehr, sehr eng verknüpft mit unserem Ani, mit unserem ursprünglichsten Bezugspunkt als Individuen zu unserer ganzen Weltauffassung. Und von der 61 hatten wir ja vor allem im Zuge der Jona-Erzählung erzählt. Und so können wir vielleicht nochmal von Jona ausgehend auch das Wort oder den Begriff des Fisches angehen. Wobei weniger jetzt im Sinne wie dann bei Jona, der Fisch ihn verschlingend, als eben diese Unterwelt auftritt, aber doch als der Fisch, der eben in seinem Inneren etwas Verborgenes hat, so wie eben auch die Unterwelt in sich all das Gestorbene bewahrt und verbirgt, was dann aber als die Gebärmutter sich dann auch erweisend wiederum geboren wird zur Auferstehung allen Gestorbenen, zum Wiederlebendigwerden allen Gestorbenen in den 10. Tag hinein. Und auch das wiederum dann eher im Zusammenhang mit der Geschichte von Salomo und seinem Ring und dessen Erleben dieses 9. Tages als dem Verstoßensein aus seinem Königreich und dem Gang durch die fremden Königreiche. Auch dort ist der Fisch aufgetaucht, als gerade das, was dann den Durchbruch bringt, als dieser Fisch geöffnet wird und der sein inneres Geheimnis preisgibt, was dann wiederum der Ring des Salomo ist, was seine Rückkehr in seinen vollkommenen Zustand, in seinen 8. Tag sozusagen zurück, was dann aber wiederum der 10. Tag automatisch wird, nachdem er nun den 9. Jahr durchgemacht hat, wo dann in diesem 10. Tag die Rückbringung sogar noch der Völker in dem Bild dann in der fremdländischen Prinzessin, die er geheiratet hat, mit enthalten ist. Also dieses Offenbaren des inneren Geheimnisses des Fisches, was die Unterwelt zur Gebärmutter werden lässt, um diesen 10. Tag, die endgültige, die wirklich endgültige Erlösung, die umfassende Erlösung zu bringen, erleben zu lassen. Das also eben natürlich auch schon in Jona und seiner Erfahrung mit dem Fisch angelegt, angedeutet, sogar sehr ausführlich dann in der Überlieferung entfaltet und erzählt darüber. Die Notizen, die ich mir jetzt noch dazu gemacht habe, ist einfach nur zu dem Wort Fisch. Auf Hebräisch erst einmal, wir haben schon gesagt, der besondere Fisch, ein viel selteneres Wort, ist eben Nun. Da haben wir also schon die 50, den Zahlenwert des Zeichens Nun als die 50 und eben diesen Durchbruch durch die Siebenheit. Aber in dem ganz normalen Wort Fisch, das kam auch schon zur Sprache, Dage, Dalet Gimel geschrieben, haben wir die 7, einfach die 7 zusammengesetzt aus der 3 und der 4, also der 2 Seiten, männlich und weiblich,
einfach nur zusammen, nebeneinander sozusagen, nicht sich gegenseitig erfüllend, um die wirkliche Frucht, das Kind hervorzubringen, sondern einfach nur nebeneinander als die Dualität, wie eben in dieser Welt immer die Gegensätze einander gegenüberstehen, aber sich noch nicht notwendigerweise auch befruchten. Und das ist dann eben die Welt der Siebenheit, die noch nicht die Frucht bringt, noch nicht in diesen achten Tag hinüberführt, geschweige denn in den zehnten Tag die Wiedergeburt erfährt. Und dieser Dag, dieser Fisch mit dem Zahlenwert 7, hat nun aber als Atbash-Wert die 300. Die 300, zunächst einmal also das, wie angedeutet, der zwei verschiedenen Gottesnamen, was auch der Atbash-Wert eben von der Yod Hey Vav Hey ist, was aber auch der volle Wert von Elohim ist, was einfach auch der Zahlenwert des Zeichens Shin ist, damit so eng mit dem Feuer, mit der Flamme assoziiert, mit dem Vervollständigenden für den Kopf. Wir wollen jetzt wieder alles davon ausfalten. Und mit Ruach Elohim, mit dem Zahlenwert 300, dem aufsteigenden Wohlgeruch, Reach Nechoach. Diese 300 ist also der Atbash-Wert von Dag. Und der volle Wert von Dag ist die 507. Das bedeutet also der verborgene Wert. Das, was also nicht im äußeren Wert in den 7 erscheint, ist also die Differenz von 507 und dieser 7. Also die 500. So ist also der verborgene Wert des Fisches, nachdem schon der Atbash-Wert sozusagen die andere Seite des Fisches, wenn der Fisch hier im Diesseits ist, das, was vom Fisch im Jenseits ist, das ist die 300 von den beiden Gottesnamen, das, was die beiden Gottesnamen als Einheit erkennbar macht. Das ist die andere Seite des Fisches. Und das Verborgene des Fisches, also das, was schon hier in dieser Welt verborgen ist, in den Zeichen, wie sie wirklich geschrieben werden, wenn man sie anblickt, wenn man sie nicht nur hört, denn da zeigt sich sozusagen nur der äußere Wert, aber wenn man sie anblickt, sieht man die Zeichen in ihrem vollen Namen sozusagen, in ihrer ganzen Gestalt. Und dann ist eben bei diesem Wort Dag, dem Fisch, die 500 als das Verborgene mitschwingend. Und da haben wir also wieder die wirkliche Verbindung zum Himmel, von Himmel und Erde, die 500 Ellen, den Baum des Lebens mit seinem Umfang, diesen Maßes und eben das 23. Zeichen mit diesem Zahlenwert 500, das verborgene Zeichen, das Lamm gewissermaßen, das Lamm Gottes. Ja, das führt aber dann doch noch zu einer kleinen Randnotiz hier, nämlich das Wort Nefesh, was wir ja schon oft als diese leibliche Seite der Seele, des menschlichen Seelischen angesprochen haben, dass es repräsentiert ist gerade in der Natur durch den Fisch, durch die Fischheit gegenüber dem Vogel, der für diese eher dem Himmel zugewandte Seite der menschlichen Seele, der Neshama, steht. Der Fisch also ist mit der Nefesh assoziiert. Und die Nefesh, da müssten wir eigentlich jetzt auch vieles zu sagen, vielleicht kurz mal zumindest die Eckdaten, ist ja mit dem Fallen assoziiert. Also gerade die der Erde zugewandte Seite des menschlichen Seelischen ist das, was sozusagen der Verführung anheimfällt. Das ist dann auch die weibliche Seite, die also dem erscheinenden zugehörige Seite des Menschen, die wird durch das Gespräch mit der Schlange dazu verleitet, eben von dieser anderen Frucht zu kosten und zieht damit sozusagen ganz zwangsläufig auch das Innerliche, das Männliche, Sachar, Secher, ihren Mann, also der bei ihr ist, mit sich. Und da ist es also auch gewissermaßen gerade die Nefesh, die für das Fallen verantwortlich ist. Und das Fallen ist eben Nafal. Und das wird wie Nefesh mit Nun P geschrieben, aber dann statt einer Shin am Ende ein Lamed. Und so wie die Shin die 3 auf der Ebene der Hunderter ist, die 300, ist die Lamed eben die 3 auf der Gegenwartsebene der Zehner. Und diese Struktur von Nefesh und Nafal ist also immer 5, Nun im Sinne der 50, dann 8 im Sinne der P, 80 und 3, also 5, 8, 3 in der Grundstruktur, und das zeigt sich dann auch in vielen anderen Wörtern, die auch mit dieser ganzen Thematik assoziiert sind.
Die Schlange zum Beispiel, Nachasch, hat eben auch diese 5, 8, 3, sogar auch in dieser Reihenfolge mit der 50, dann anstatt der 80 die 8 und wieder die 30, und wieder die 300, der Shin am Ende. Gleichzeitig aber auch Nachal, wo dann die 30 am Ende ist, anstatt der Shin von der Schlange. Nachal ist einerseits der Fluss, also das Hinabfließende, immer den Fluss hinab entlang fließende, aber auch das Erben im Sinne von das, was man ererbt, so wie man ja auch gerne von der Erbsünde, die eben in diesem Fall ihren Ursprung hat, spricht. In dieser Grundstruktur also zeigen sich auch oft Zusammenhänge, wie ja schon zu den Wörtern Adam und Emmet, Mensch und Wahrheit, sowas gesagt wurde. Übrigens fällt dazu noch das Wort Kedem. Das ist der Osten, aber auch einfach der Anfang, der Ursprung. Was eben auch mit der 100, also der Kuf, dann der Dalet, der 4 und der 40, also auch wieder die 144-Struktur. Eben auch Emmet und Adam. Und nachdem wir jetzt aber doch wieder abgeschweift sind von der Nefesh und dem Bezug zum Fisch und dem inneren Geheimnis des Fisches, so wie der Fisch also erst einmal die 7 im äußeren Wert ist und dadurch, sagen wir mal, beschränkt ist, hier auf die, auf das Nebeneinander von 3 und 4, von männlich und weiblich in der Welt der Siebenheit, ohne die Frucht zu bringen, wenn sich auf dieses Äußerliche beschränkt wird, so hat er eben die 500 als das Verborgene in sich. Und da kommen wir dann eben zum Atbash-Wert der Nefesh. Dieser Atbash-Wert der Nefesh ist nämlich die 17. Und die 17 taucht ja als allererstes in der Bibel auf, in dem Wort Tov, in dem Wort gut. Und hier soll nicht verschwiegen werden, dass auch Wörter den Zahlenwert 17 haben, die jetzt nicht so positiv konnotiert sind. Zum Beispiel die Fliege, zu der ja schon manches Mal gesagt wurde, Zebub, Zebuv oder Zebuv, die hat auch den Zahlenwert 17. Aber auch das wurde schon angesprochen, diese scheinbare Gegensätzlichkeit, die sich da manchmal zeigt. Vielleicht am prägnantesten eben in der Nachasch und dem Maschiach, also der Schlange und dem Messias, die beide diese 358 haben. An so etwas sollte man sich gewöhnen und das eher als Anlass nehmen, nicht zu voreilig zu urteilen, wenn man vermeint, etwas klar erkennen zu können. Denn oft gibt es noch Aspekte, die einem zu dem Zeitpunkt nicht präsent sind, nicht bewusst sind, die aber entscheidende Modifikationen auslösen, wenn sie einem dann bewusst werden. Jedenfalls also der Fisch mit dem verborgenen Inneren, die Nefesh mit dem Atbash, der 17, also mit der anderen Seite, die Nefesh hier im Diesseits hat in ihrem Jenseits als ihren Anker in diesem Jenseits das Gute der 17, das Tor. Im Zusammenhang mit den Zahlen überhaupt hatten wir schon mal gesagt, dass bei den Entfaltungen gerade die Entfaltung der 17 sehr interessant ist, indem sie die 153 ist, die ja auch wiederum in Bezug zu den Fischen auftritt, wenn wir das Neue Testament uns anschauen, wo am Ende vom Johannesevangelium der auferstandene Christus die Fischer, seine Jünger dazu anspornt, doch noch einmal dort das Netz auszuwerfen. Und dann wird auf einmal, nachdem den ganzen Tag über nichts Nennenswertes gefangen wurde, das ganze Netz voll von Fischen. Und dann wird sehr seltsamerweise oder merkwürdigerweise tatsächlich im Bibeltext angegeben, es war voller Fische, 153 Stück. Also diese sehr exakte Zahl, Nummer wird da gegeben, wo man sich auf den ersten Blick doch fragen könnte, ja, ist das jetzt wirklich so wichtig, ob es jetzt 150 oder 153 sind? Aber scheinbar eben schon. Und warum es dann gerade die 153 ist, könnte man dann eben vor diesem Hintergrund der Entfaltung der 17 so deuten, dass sich am Ende, wenn dann so der Auferstandene unter seinen Jüngern wandelt und die Jünger ihm folgen, ihm seinem Rat folgen, dass dann nicht nur das Gute selbst, also nicht nur die 17 erlebt wird, sondern alles, was auch vorher schon war. Denn die Entfaltung einer Zahl ist ja immer auch alles Vorhergehende mit
dabei zu haben. Also die 17 plus aber auch die 16 plus aber auch die 15 plus aber auch die 14 plus aber auch die 13 und so weiter bis zur ursprünglichen Einheit zurück, von der eh immer alles ausgeht. Und das alles ist also gleichzeitig enthalten in diesem Erleben des Auferstandenen, des Auferstandenseins auch, dieses Lebendigwerden allen Gestorbenen, was dann eben nicht einfach nur der achte Tag ist, sondern das ist dann wirklich schon wiederum ein Hinweis auf diesen zehnten Tag, wo also alles wirklich durch die Unterwelt hindurchgegangen, in der Gebärmutter herangewachsen, herangereift und in den zehnten Tag hineingeboren ist, als diese entfaltete 17, das Gute in aller seiner Entfaltung, wo dann sogar die Stationen vorher mit enthalten sind, die vielleicht für sich genommen noch schwere Prüfungen auf dem Weg hin zur 17 gewesen sind, eben noch nicht das Gute selbst waren. Aber in der 153 erweist sich eben auch all das, was vorher war, als mit diesem Guten einhergehend, wenn es denn dann entfaltet ist. Und die 153 auch solche Tiefen, von denen mir wahrscheinlich nur ein Ankratzen der Oberfläche bisher geschenkt ist, aber dafür schon allen Dank dem Ewigen. Da habe ich einmal, als gerade die Tora-Portion an der Reihe war, wo Moshe gefleht hat zu Gott, dass er doch auch mit ins gelobte Land kommen darf, aber dann Gott ihm ganz klar sagt: Nein, jetzt hör auf danach zu fragen. Du wirst hier zu deinen Vätern versammelt werden. Jehoshua, der wird es sein, der sich hinüberführt, der das Volk Israel hinüberführt, vom siebten in den achten Tag, also von der Wüste in das Land Kanaan, in das gelobte Land. Du, Moshe, dir wird das nicht gegeben sein. Was dann aber gesagt wird: Moshe, geh auf den Gipfel von dem Pisgah, also von dem Berg, der diesen Namen Pisgah trägt, und blicke dich um und dann siehst du das Land. Also dir wird gegeben, das Land zu sehen. Aber das wird dir eben gegeben, indem du auf diesen Gipfel steigen sollst. Und habe ich halt dieses Wort mir mal näher angeguckt. Hapiska, also es wird explizit mit dem bestimmten Artikel, mit dem He davor geschrieben, der Pisga, also Rosh, das Haupt, der Kopf, der Gipfel von Hapiska, von diesem ganz bestimmten Pisga. Und das Wort Pisga, Peseg als Wurzel, Pe Samech Gimel geschrieben, wird dann so übersetzt den Wörterbüchern nach als verzweigen sozusagen, verzweigen, aufgliedern in die Vielheit sozusagen. Also das wirkliche Verästeln in die letztlich unzählbare, unüberblickbare Vielheit. Das ist in diesem Wort Peseg und damit in diesem Namen des Berges Pisgah ausgedrückt. Pisgah, also mit der weiblichen Endung, oder man könnte es auch als diese Lokativ He, das He, was ein Hinzu anzeigt. Also Pisgah heißt hin zu Peseg, hin zu diesem sich aufgliedern, aufzweigen, verzweigen, verästeln in die Zersplitterung, in die Vielheit hinein. Und das halt sogar bis auf die Spitze getrieben sozusagen, auf den Gipfel, das Haupt von diesem Prinzip der Verzweigung, also dieses, das Höchste davon. Dahin soll Moshe sich begeben, dahin soll das, was sozusagen im Menschen noch das vom Menschen kommende ist, sich begeben. Also die Tora ist ja das, was wir wirklich auch befolgen können als Weisung und sozusagen, was dann Paulus auch die Werksgerechtigkeit nennt, ganz grob, in den Übersetzungen jedenfalls so. Also das wird uns niemals ins gelobte Land selber bringen, das wird uns immer an dieser Grenze, an der Schwelle sterben lassen, als Moschee eben, der ja Sinnbild für gerade diese Tora ist. Aber Jehoshua dann, als der, der im Neuen Testament die lebendige Tora verkörpert, Jesus, Jeshua, der ist es dann, der als die Gnade des Himmels, Jochanan, der Täufer, Johannes ist ja dann auch der, der den Messias erst den Weg ebnet,
im Jordan wiederum auch in diesem Grenzfluss zwischen dem siebten und dem achten Tag. Durch diese Gnade der Himmel erst wird also die Tora zu dem lebendigen, verkörperten Gotteswort, was dann auch wirklich in den achten Tag hineinführt, was diesen achten Tag erleben lässt als diese Erlösung, dieses Erlöstwerden aus der Welt der Siebenheit. Aber das, was wir selber bringen können, das können wir eben nicht, da können wir diese Grenze nicht überschreiten, dann bleiben wir in diesem siebten Tag in der Wüstenwanderungszeit als Moschee, der die Tora eben noch in diesem alten Sinne repräsentiert, nichts zu Verachtendes. So sollen wir unser Leben einrichten hier in dieser Welt des siebten Tages. Das ist ja gerade das Entscheidende. Heißt es, so sagt dann Paulus, heißt es etwa, dass die Tora, dass das Gesetz verworfen sei? Das sei ferne. Die Tora ist heilig, gerecht und gut. Oder so ähnlich formuliert er es in Zitierung eines Psalmverses, glaube ich. Denn hier für das in dieser Welt Lebens und Handelns ist die Tora eben die Weisung, die Richtlinie, die uns unser geliebter Vater schenkt als seinen geliebten Kindern. Und natürlich wollen wir uns auch danach richten und uns daran halten, so gut es uns gegeben ist, so gut wir wissen, was es überhaupt bedeutet hier in dieser Welt der Zeitlichkeit. Aber den Durchbruch durch diese Welt der Zeitlichkeit werden wir niemals so erreichen. Was wir aber erreichen können, ist ein Blick auf diesen Durchbruch oder sagen wir auf dieses Land, zu dem hin dieser Durchbruch dann geschieht. Und das ist eben, wo Moschee auf diesen Gipfel des Pisgah zitiert wird, gerufen wird, ihm empfohlen wird, dorthin zu gehen. Und dort schaut er es dann eben. Und das ist also, was uns als letzte Empfehlung hier in dieser Welt der Siebenheit gegeben ist. Das, was einhergeht mit dem Sterben. Denn dort ist es ja dann, wo Moschee sterben wird. Und das wird ihm auch schon gesagt. Geh dorthin auf den Gipfel, schaust dir alles an. Das, was du nicht erreichen wirst hier. Und dort stirbst du, dort wirst du versammelt zu deinen Vätern oder zu deinen Stämmen. Dort gehst du ein, in die Einheit zurück, aber hörst eben auf zu existieren als Individuum in dieser Welt. Und dieses Hinaufsteigen auf den Gipfel des Pisgah, in die Zersplitterung, sich hingeben sozusagen in die Aufzweigung, in die unendliche Vielheit, freiwillig, um zu sterben. Das ist das Höchste, was wir dann letztlich hier noch tun können, als das, was aus uns selbst, aus unserem eigenen Wollen geschieht. Und da zeigt sich dann auch wieder, und deswegen bin ich überhaupt jetzt wiederum darauf zu sprechen gekommen, die 153, nämlich das Wort Hapisga, also der bestimmte Artikel vor diesem Namen des Gipfels, Hapisga, ist eben diese 153. Also wir erleben schon tatsächlich auch als Moschee, zumindest in dieser Weise, die 153, die Entfaltung der 17, die Entfaltung auch also von Tov, von dem Guten. Und in diesem Erleben dieser 153, dieser Entfaltung des Guten, diesem Erkennen all dem auch schlechten und schweren und harten und steinigen Weg vorher, der hingeführt hat, aber zu diesem Tov, zu dieser 17, zu dem Guten. All das erkennen wir als enthalten in dieser Entfaltung der 17, der 153, die dann eben für uns endet in der auch selbst völligen Aufgliederung in die Vielheit, bis hin dann im physischen Sinne das Akzeptieren dieses körperlichen Zerfallens in die Vielheit des Staubes dieser materiellen Welt, wo wir dann wieder aufgehen, eingehen, in die Einheit zurückgehen, der Einheit der ganzen materiellen Schöpfung, aber eben zersplittern als das Individuum, das wir sind oder waren dann in dem Moment in der zeitlichen Betrachtungsweise. Und diese schwere letzte Prüfung sozusagen ist es, die dort vielleicht, das ist ja auch nur mein Eindruck von diesem kleinen Abschnitt in der Tora, diese letzte schwere Prüfung, die Moschee dargestellt wird, in dem Aufstieg auf den Gipfel Pisgah, um dort zu sterben, drückt sich vielleicht auch aus in diesem Ja, sogar zum
körperlichen Sterben als Krönung und Abschluss des Weges hier in dieser Wüstenwelt, dieser Wüstenwanderung unseres je eigenen Erlebens des siebten Tages.